In Bill, und weil der der Schönste ist. Ja, und die sind einfach geil, die sehen gut aus, die können gut singen. Oh, die sind schön. Keine Ahnung, die sind einfach so geil, die Musik und so, alles ist cool. Und sie sind einfach, haben ihren eigenen Style, sie machen nicht, was andere Leute ihnen sagen, sie machen, was sie wollen. Aus Rostock sind extra angereist und wir wollten sagen, schrei, bist du selbst für schrei, und wer ist das Letzte, schrei, aber es wird und schrei, so laut du kannst. Tokyo Hotel bestreiten ihre erste Live-Tour. Noch vor 4 Monaten waren sie eine unbekannte Schülerband aus Magdeburg. Jetzt füllen sie große Hallen. Innerhalb von nur 6 Tagen waren alle Konzerte ausverkauft. Wenn ich jetzt für mich so mal drüber nachdenke, es kann eigentlich auch nicht mehr viel höher gehen. Ich meine, wo soll es denn hingehen? Wir spielen eine ausverkaufte Tour, unsere Single verkauft sich, unser Album verkauft sich. Wo soll es noch hingehen? So wie das jetzt bis jetzt alles so gelaufen ist, sind wir, glaube ich, mit der Situation total glücklich. Also alles, was jetzt passiert ist, damit haben wir ja nicht gerechnet. So, das kam ja total schnell. Einerseits, aber andererseits haben wir auch lange dran gearbeitet. Angefangen hat alles in Magdeburg. Seit ihrem Erfolg kommen Tokyo Hotel nur noch selten in den alten Übungsraum. Die Kuschelwiese, das ist ja nicht nur das, da geht's ja noch weiter. Also das ist ja hier einmal so komplett rum, nur dass man. Aber da hier halt kommt man halt nirgendwo mehr durch, weil hier überall halt Müll liegt. So. Ja, das ist natürlich echt abartig, aber wenn man das einmal liegen. Oh, das stinkt. Wenn man das einmal liegen lässt, dann räumt man das natürlich nie auf, ne? So, und sonst ist ja hier unser Podest, das ist der Hammer. So, was für eine Konstruktion. Darunter sind übrigens schimmelige Paletten. Ja, also wir haben auch Angst, dass wir irgendwann mal durchfallen, ja. Aber bis jetzt ist es noch ein stabil. Noch also wir denken, bis dahin ziehen wir dann auch aus. Was damit? Nicht zeigen? Doch. Warum wollen wir die nicht zeigen? Ist nicht gut? Warum denn? Also ich finde das schön. Früher haben wir hier irgendwie tagtäglich, waren wir hier drinnen, haben geprobt irgendwie zusammen, wir hingen hier ab und gegessen, so. Wie man gegessen, sieht. Wie man, ja genau. Und ja, und jetzt proben wir halt meistens nur noch im Studio, sind halt auf Tourvorbereitungen. Damals hätten wir, glaube ich, noch nie gedacht, dass wir irgendwie mal so eine Tour spielen dürfen. Bereits 5 Jahre spielen Bill, Tom, Georg und Gustav zusammen in einer Band. Damals nannte sich Tokyo Hotel noch Devilish. Im Frühjahr 2003 wurden sie entdeckt. Bald darauf folgte der erste Plattenvertrag. Innerhalb von einem Jahr spielten sie ihr Album Schrei ein. Seitdem ist nichts mehr wie vorher. Wir hatten schon Auftritte, da standen, waren nur so 5 Leute da oder ja, so. Ja, genau. Und, waren so halt, und die Hälfte davon saß noch auf Bierbänken rum und so. Also, so Bier uns ja nicht ja, wir haben uns eigentlich überschlagen, so, aber es waren halt peinliche Veranstaltungen. Also so kann man sagen, glaube ich. Also wir haben schon auch vielen Gigs gespielt, irgendwie die waren ja, aber mir unorganisiert. Ja, dass nur so wenig Leute da waren. Ja, peinlich war es, dass wenig Leute da waren, stimmt. Ja. Aber es war halt auch nicht groß angekündigt. So, alle Stücke aus. Ja.
Ungestörtes Proben ist in Magdeburg ausgeschlossen. Tokyo Hotel sind einfach zu bekannt in ihrer Heimatstadt. Presse und viele Neider machen ein normales Leben für die Jungs unmöglich. Daher geht's zur Tourvorbereitung in geheimer Mission nach Osnabrück. Macht hin, Leute, ich will ins Auto, mir ist kalt. Obwohl der Druck von außen gewachsen ist, die Freundschaft innerhalb der Band ist sicher. Wir waren ja früher schon gut befreundet, sag ich mal. Aber dadurch, dass wir halt jetzt echt so 24 Stunden aufeinander hocken, ist das Verhältnis auf jeden Fall besser geworden jetzt. Man kennt sich echt in- und auswendig so. Man weiß ganz genau, wie kann man den einen ärgern oder wann lasse ich ihn besser in Ruhe und so. Es schweißt uns immer mehr zusammen, sag ich mal so. Von Trolli, das sind die Dinger, diese komischen Cheeseburger, die sind so geil, die sind so die schmecken so künstlich, so geil künstlich. Oh, das ist herrlich. Das sehe ich so verfressen aus, nur weil der Bill da hinten, der schon wieder Börsengespräche führt, Verrechnungen dann macht. In der kleinen Konzerthalle können Gustav, Georg, Bill und Tom einige Tage ungestört für ihre Tour proben. Niemand darf wissen, dass Tokyo Hotel hier sind. Die vier müssen neues Equipment testen und den späteren Konzertablauf einstudieren. Oh, dass es so aufwendig ist, hätten wir, glaube ich, nicht gedacht. Aber also wir wollen uns halt auf jeden Fall vorbereiten. So. Also ich meine, die Songs spielen ist jetzt nicht das Problem, aber man muss ja irgendwie die Show planen. Da gehört ja ganz viel dazu. Ist ja aus, die Scheiße. Für ein Jahr haben sich Tokyo Hotel von der Schule befreien lassen. Proben und Reisen fordern ihre ganze Energie. Die Teenager stehen jetzt im Berufsleben. Schule ist anstrengend, da muss man sich mehr konzentrieren und so. Ja. Das geht ja lockerer von der Hand, würde ich sagen. Das ist ja zum Glück das, was wir machen wollen. So. Und das ist halt überhaupt nicht schlimm. Also, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Gar nicht vergleichen, nee, ist was völlig anderes. Ihr steht immer pünktlich auf und verpennt, was bei uns geht. Ich seh was, was du nicht siehst. Guck mal, was auf unseren Jacken steht. Entschuldigung, du stehst im Weg und wir müssen. Wir müssen sich immer an einem Fehler festhalten, weil ich sonst keine mache. Das ist so schlimm, ey. Ja, Bill, du machst ständig Fehler. Also, du bist ein Fehler in Person. Also man diskutiert hier auf jeden Fall, also gerade über den Sound. Also das dauert immer auch ein bisschen, bis jeder so zufrieden ist, auf jeden Fall. Aber da hat ja auch jeder andere Vorstellungen. Eingespielt hat, ist echt. Also ist ja klar, Georg braucht irgendwie den Bass besonders laut und ich brauche irgendwie meine Stimme lauter und so. Das ist ja auch für jeden individuell so, wie er das braucht. Und alle brauchen natürlich irgendwie ein bisschen lauter die Gitarre, um sich ein bisschen zu orientieren zu können natürlich. Ja. Und immer und immer wieder müssen die Songs geprobt werden. Die Erwartungen an Tokyo Hotel sind hoch.
aufgeregt ist man nicht und so macht sich so Druck, so ach du Scheiße, und mal gucken, ob das alles glatt geht und so, sondern das ist mehr so, ja, die Show ist so geplant, wir gehen einfach auf die Bühne, gucken, ob das glatt geht und ja, und wollen also halt... Also Bedenken hat man aber trotzdem. Also Bedenken hat man natürlich so, aber man macht sich jetzt nicht so den Druck, wollte ich damit sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ach du Scheiße, und wenn man das jetzt verkackt, dann ist echt irgendwie... Nee, also Druck gibt's da nicht. Nach über 12 Stunden, endlich Feierabend. Kann man die essen oder sind die bloß als Deko? Oh. Dekoration. Darf ich mir eins nehmen? Gerne. Oh, herzlichen Dank. Darf ich mir noch eins aussuchen oder ist das hier bestimmt? Bestimmt, Gustav. Also die sind für alle Leute, die mit G anfangen? Also, Toms. Herr Schäfer. Oh, recht herzlichen Dank, Herr Pelker. So, wir haben jetzt alle eingecheckt. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's Trotz go. Langer Tage wissen Tokyo Hotel ihr momentanes Leben zu schätzen. Also man sollte den Augenblick jetzt, glaube ich, genießen. So. Man weiß ja nicht, was in 1-2 Jahren ist irgendwie. Es kann ja immer, so schnell es hochgeht, so schnell kann es auch wieder nach unten gehen irgendwie. Das ist uns allen klar. Deswegen genießen wir auch so ein bisschen den Augenblick, sag ich mal. Seht im zweiten Teil, wie Tokyo Hotel das Publikum bei ihrem Berlin-Konzert begeistern. Und fiebert mit, wenn 2 Fans ihre Lieblingsband persönlich treffen. Stunden spielen hier Tokyo Hotel. Um möglichst nah an die Bühne zu kommen, stehen unzählige Fans bereits seit 8 Uhr früh in der Kälte. Immer noch gut gelaunt. Ich warte schon eine Ewigkeit. Endlich ist es jetzt soweit. Da draußen ziehen die schwarzen Wolken auf. Ich muss euch den Monsun hinter die Welt. Ans Ende. Also wir sind tatsächlich immer noch total aufgeregt, wenn wir sehen, wie viele Menschen da kommen und da stehen. Also wir sind immer wieder, also wir gehen jetzt nicht zu einem Konzert und denken, okay, da stehen jetzt wieder Haufen Menschen. Manchmal erwarten wir das gar nicht, dass wenn wir aus dem Bus steigen, da schon irgendwer steht. Also die Fans sind eigentlich das, was die meisten Motivationen gibt. Preise sind natürlich auch sehr schön so, wenn man sieht so, dass die lange Arbeit so sich bezahlt macht und man wird dafür ausgezeichnet, so mit goldenen Schallplatten und sowas oder CDs jetzt. Und sowas ist natürlich auch schön, aber am meisten sind eigentlich die Fans, die einen motivieren. So. Für Amelie und Jenny erfüllt sich heute ein großer Traum. Sie dürfen ihre Lieblingsband persönlich treffen. Die 16-Jährigen sind seit 4 Monaten Tokyo Hotel Fans. I don't wanna go another day. So I'm telling you exactly what is on my mind. Ich finde, sie wirken so wie die Jungs von nebenan. Also waren vor einem halben Jahr noch genau wie wir, ganz normale Schüler. Und jetzt plötzlich sind sie erfolgreich, aber trotzdem total nett. Also wenn man so ein Interview sieht, wirken sie total nett und normal. Jenny und Amelie sammeln alles, was sie von Tokyo Hotel bekommen können. Täglich schauen sie die DVD und hören das Album. Jetzt kommt das Lächeln. Guck dir das Lächeln an, Phil. Und die Musik ist auch irgendwie schön, wenn man sich das mal anhört und so mal irgendwie, ja, man sich richtig viel Zeit nimmt für das Album und sich mal die Texte so anhört. Also die sind gar nicht so unlogisch, wie manche Leute jetzt sagen. So, Texte sind kacke. Sind sie gar nicht. Die haben irgendwie was. Jedes Lied hat eine Geschichte und das finde ich ganz toll. Zum ersten Mal alleine. Na, wenn man das Lied hört, da wird schon der Wunsch, sage ich mal, geweckt, zu wissen, wie die Jungs privat sind und wie sie zu dem Lied stehen. Also Rette mich ist jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein unheimlich verträumter Song, würde ich jetzt sagen. Ob sie das auch wirklich fühlen, was sie singen. Warum bist du abgehauen? Komm zurück. Nimm mich mit.
wird auch so viel, es ist so viel Trubel um die Jungs und so. Und in den Medien sind sie vielleicht, also werden sie vielleicht anders hingestellt, als sie vielleicht privat sind. Und ich würde schon ganz gerne mal wissen, wie sie sich so privat halt geben. Ohne Kamera, ganz anders vielleicht. Bereits mittags machen sich die Mädchen auf den Weg zur Konzerthalle. Zur gleichen Zeit, die Band auf der Autobahn Richtung Berlin. In 5 Stunden beginnt ihr Konzert. Während die Fans vor der Halle warten, kommen Gustav, Georg, Tom und Bill unbemerkt an. Also ich glaube, dass der Abend auf jeden Fall noch mal sehr, sehr schön wird. Das Coole daran ist, dass wir ja in der Columbia-Halle spielen dürfen. Hier sind ja schon ganz viele Bands aufgetreten, die schon sehr, sehr lange Musik machen. Ich habe gerade schon Bilder gesehen von Gwen Stefani und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, so überhaupt in der Halle spielen zu dürfen. Und dann freue ich mich natürlich, dass 3500 Menschen da sind, die Halle ausverkauft ist. Und ich denke, das wird ein sehr energiegeladener Abend. Eine Stunde lang muss der Sound der Halle angepasst werden. Bei der ersten Live-Tour darf nichts schiefgehen. Ja, aufgeregt ist man auf jeden Fall vor den Shows. Aber das ist man, glaube ich, immer. Also das waren wir damals vor den 5 Mann und das sind wir heute vor den paar Tausend. Und das wird immer so sein und das gehört auch dazu. Ich freue mich immer darauf, live zu spielen, weil man spielt halt für sich alleine und manchmal arbeitet man auch mit dem Publikum. Also das ist ja hauptsächlich immer die Aufgabe von Bill. Ja, na, du musst natürlich so ein Publikum, so ein paar tausend Menschen ganz alleine unterhalten. Das heißt, ja. Du kannst nicht dich dann da auf andere Künstler verlassen, die dann vielleicht mit dir da auftreten oder auf einen Hit, so wie durch den Monsun, dass du damit alle zum Kochen kriegst, sondern du musst echt versuchen, die 1,5 Stunden da bei Laune zu halten. Vor jedem Auftritt ist man grundsätzlich aufgeregt. Ich denke, wenn das irgendwie weg ist, dann ist auch irgendwas falsch. Und es ist ja auch bei jedem Gig passiert irgendwas Neues. Man lernt immer dazu und das ist echt spannend. Während die Jungs proben, gehen Amelie und Jenny backstage. Das lang ersehnte Treffen rückt näher. Also ich bin total aufgeregt irgendwie schon. Schon ein bisschen Herzrasen und so Schmetterlinge im Bauch. Ich freue mich schon irgendwie. Ganz toll. Das, was ich halt auch sagen will, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, falls ich dann wirklich so aufgeregt sein werde, dass ich was vergesse. Wenn das okay ist. Nur noch wenige Meter trennen Amelie und Jenny von Tokyo Hotel. Ich bin der Gustav. Ich weiß. Jenny. Der Gustav, hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin Bill, hallo. Hallo. Hi, Mutter. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Tom, hallo. Hi. Hallo. Hat dich das zusammenstechen lassen? Nein, ich habe meinen Tag nach mir gestochen. Ja, genau. Ich habe meinen selbst gestochen und sie war rotiert. Und das habe ich ja schon. Du hast das selbst gestochen, das glaube ich nicht. Ach du Scheiße. Also sie ist unweilig selbst gestochen. So habe ich schon. Okay, sag mal. Hast du hast sie selbst gestochen? Ja. Nee. Doch. Sie kann scheiße. Ich habe es überlebt. Oh Gott, ich könnte mir nicht mal. Ich könnte mir nicht mal den Urlaub selbst stechen.
is on my mind. Seems like everybody's breaking up, throwing their love away. Also eine absolute Hammer, die sind so nett, die Jungs. Also, ich alle vier. Hin und weg, ja. Allen. Ich könnte den ganzen Tag jetzt nur strahlen. Ich könnte auch nur strahlen. Wir sind so nett. Ja. Endlich Einlass. 3500 Besucher strömen in die Halle. Amelie und Jenny mischen sich wieder unter die Masse der Fans. Natürlich, man steht da oben, hat total zittrige Knie und so und man realisiert das gar nicht. Es ist irgendwie, wenn mich danach einer fragen würde, ja, was war denn jetzt gerade, wenn irgendwelche Fontänen hochgegangen wären oder so. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern so von dem Auftritt. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also man kriegt so einen unglaublichen Kick, wenn man dann da rauskommt und das Publikum schreit. Und ich danach, wenn ich von der Bühne komme, weiß ich gar nicht mehr, was ich dann gemacht habe in dem Moment. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich mich bewegt habe. Und ich denke auch keine Sekunde darüber nach, was ich singe oder über den Text so. Also das kommt einfach so aus einem dann raus. Also man ist das mehr oder weniger so wie so ein Traum. Du stehst da und das ist wie, als wenn du da gerade von träumst oder so. Also man kriegt das gar nicht so wirklich mit, aber danach wird es ja einem dann immer klar. Und das ist dann, also ich genieße das total auf jeden Fall. Willst du mit mir den Song zu Ende singen? Ja! Weißt du, wie es weitergeht? Jetzt kommt diese Nein-Stelle. Und wir machen das abwechselnd, okay? Wir haben sau viel geschafft, irgendwie extrem viel Preise gewonnen und irgendwie, wir durften überhaupt auch die Aufnahmen und alles, das ist echt irgendwie extrem geil. Wir spielen jetzt zwei Headliner-Touren irgendwie und das ist für uns unglaublich. Also zurzeit, glaube ich, haben wir so musikalisch keine Träume mehr. Also für uns ist gerade alles irgendwie passiert, was wir uns immer gewünscht haben. So.